Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza Horizon 3. Ja, wir spielen heute diesen wunderbaren Wagen, und zwar den Nissan GT3. Ich habe den schon ein bisschen in seinem Design angepasst und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist das erste Video seit über 2 Wochen. Ich hatte da megamäßige Probleme mit der Elgato und das hat einfach alles nicht so funktioniert, wie es sollte. Es ist dann sogar jetzt so weit gekommen, dass ich hier den ganzen Kasten platt gemacht habe. Also hier alles zurückgesetzt auf Standardeinstellungen. Und ja, seitdem geht's wieder. Also beziehungsweise das ist das erste Video, was ich jetzt aufnehme. Und ich hoffe halt wirklich, dass es auch funktioniert. Schauen wir uns das Auto von außen an. Mega geil. Allrad, 571 PS. Da können wir was mit anfangen und ich schlage vor, wir fahren da gleich mal eine Runde mit. Soundtechnisch braucht sich der Wagen auch nicht zu verstecken, können wir uns nochmal anhören. Finde ich richtig cool. Und bin auch schon ein bisschen gefahren und muss sagen, es ist wirklich eins der geilsten Fahrzeuge in dem Spiel, wie es halt so abgestimmt ist. Vom Setup, vom Handling her. Der Wagen wiegt ja 1701 Kilo bei 571 PS. Und ich muss sagen, diese 1700 Kilo oder diese 1,7 Tonnen merkt man ihm absolut nicht an. Also der Wagen, der geht um die Ecken. Ja, da manch ein Auto, was, keine Ahnung, 300-400 Kilo weniger wiegt, fühlt sich nicht so an. Ach, guck an, da fährt unser Zwilling. Komm, mit dem machen wir gleich mal ein Rennen. Schauen und können wir den einmal. Das ist ja witzig. GTR gegen GTR. Ja, ist eins der beliebtesten Designs, habe ich schon gesehen, aber man kann es ja auch verstehen. Es schaut einfach geil aus. Ich finde, das ist einfach super cool. Was ich neulich hatte bei den Einstellungen bei dem Wagen, die Bremsen waren mega schwach eingestellt. Also wirklich, der hat irgendwie so 10 Sekunden gebraucht, um stehen zu bleiben. Und dann habe ich gesehen, hey hoppala, der Bremsdruck ist ganz beschissen eingestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das verplant habe oder ob das irgendwie Standard ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war ich da erstmal irgendwie gedacht, der bremst ja nicht, der Hund. Und tatsächlich, in dem Tuning-Einstellung konnte es dann hier das nochmal ändern. So, geben wir mal Gas, dass uns nicht unser Zwilling uns hier noch einsteckt. Aber das schaut ganz gut aus. Dann rasen wir da mal durchs Ziel. Dann haben wir das Rennen hier schon mal gewonnen. Sehr gut. Ja. Trotz, dass jetzt die letzten 2 Wochen kein Video kam, gab es einen kleinen Abo-Zuwachs. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ja, an die, ich glaube, es sind irgendwie an die letzten 4, 5 Leute, die dazugekommen sind. Finde ich super cool. Wir sind ja immer noch eine recht kleine Gemeinde. Ich denke mal, das wird auch länger so bleiben. Und da freut man sich natürlich über jeden Abonnenten, der dazukommt oder über einen Kommentar. Ja, an dieser Stelle großes Dankeschön. Ich freue mich wirklich über jeden, der schreibt, der abonniert. Ja, wie es halt so ist, wer wird sich nicht freuen, oder? Ich denke mal, ganz normal. Lass mal gucken auf der Karte, was wir Schönes mit dem Wagen fahren können. Da ist, was ist denn da hier Schönes? Stadtrennen. Irgendwo habe ich schon mal, habe ich eine Meisterschaft, habe ich mal mit dem angefangen. Ah ja, hallo, hier. Aber wir können ja, ist es die Meisterschaft, die ich mit dem angefangen habe, oder wie? Ach ja, komm, dann porten wir uns da mal schnell hin. Und dann fahren wir da einfach mal da weiter. Ist ja auch mehr oder weniger wurscht, ob da jetzt ein Teil fehlt oder nicht. Wir gucken einfach mal. Was mir an dem Wagen schon aufgefallen ist, also erstens, dass er halt mega geil abgestimmt ist, super cool sich fahren lässt, natürlich auch dank dem Allrad. Da gibt es gar nicht so viel verbesserungstechnisch, was man irgendwie machen könnte. Also mir fällt da nicht viel ein, weil ich finde, der Wagen ist einfach so stimmig abgestimmt, dass es einfach einfach nur geil ist. Ah nee, das war eine andere Meisterschaft. Dann gehen wir da wieder raus. Dass ich mir, das Einzige, wo ich vielleicht was zum Verbessern hätte an dem Wagen,
das wäre Ding, dass man sagt, okay, vielleicht wenn man diese 1700 Kilo ein bisschen abspeckt, dass sich das irgendwie wirklich spürbar aufs Fahrverhalten auswirkt. Das ist so das Einzige, wo ich im Moment denke, was man machen könnte. Aber lass mal schauen. Krachen wir mal in den schön rein. Lass uns mal zum Ding fahren. Ich mache mal irgendwo hin. Wo ist denn da irgendwas? So ein schönes Rennen. Was haben wir hier? Ja, das ist nichts. Da geht es über den Strand. Das gefällt dem Nissan bestimmt nicht. Hier Sprintrennen. Da war ich auch nicht. Meisterschaft, Querfeld ein Rennen. Was ist denn hier? Auch wieder Querfeld ein. Haben wir nicht noch irgendwie so ein Stadtding? Ja, ich habe den ein bisschen neben in der Stadt gefahren. Das war einfach klasse, den da herzuprügeln. Da geht es aber auch ins Outback. Ich muss sagen, mit den gescheite Strecken finden, da habe ich schon immer meine Schwierigkeiten. Das schaut ganz gut aus. Da lassen wir uns jetzt mal hinporten. Ich muss mal zwischendurch auf die Uhr gucken, denn der Ofen ist gefüllt mit lecker Essen. Nicht, dass ich das irgendwie verpasse. Die Elgato nimmt auch noch schön auf. Hier scheint alles gut zu laufen. Naja, ich habe auch schließlich... Entschuldigung, ein bisschen erkältet bin ich. Schließlich habe ich ja auch irgendwie den ganzen Computer platt gemacht und alles hier neu. Komm, wir machen da mal ein neues Fanrennen. Können wir da uns hier eins aussuchen? Sprint durch die Stadt. Wollen wir mal nur mit Nissans fahren? Ich glaube, das ist recht geil, oder? Oder Japaner allgemein? Nehmen wir Japaner allgemein. Dann gehen wir mal auf Blaupause erstellen und starten das Event mal. Natürlich mit unserem Nissan GT-R. Und ja, guck mal, was uns erwartet. Also ich denke mal, dass wir nach dem Rennen, dass wir den Wagen eventuell ein bisschen, vielleicht machen wir den leichter. Oder wir gucken mal so, vielleicht ist noch irgendwas, was mir gefällt, vielleicht noch was an den Bremsen zum Einstellen, obwohl ich die im Moment ganz gut finde, nachdem die davor mir Schwierigkeiten gemacht haben. Und ja, lass mal gucken. Moment, ich sehe, hier ist ein kleines Kabel im Weg, das schlägt vielleicht jemand ins Mikro. Gut, dann, das ist, das Rennen sind wir schon öfter gefahren. Glaube ich jedenfalls. Doch, ich auf jeden Fall, ich bin schon öfter gefahren. Wir starten mal durch mit den ganzen japanischen Reisschüsseln hier. Los geht's. Zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang. Moment, da können wir nochmal ein Foto machen. Da kriegen wir noch ein bisschen Money. Zwei Autos habe ich schon gesehen, jawohl. Gehen wir mal auf zurück, verlassen, ja, und dann starten wir unser Rennen von neuem. Wunderbar, los geht's, fünfter Gang. Schöne Atmosphäre hier mit dem Licht. Ah, wir ein bisschen mehr auf die Minimap gucken müssen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das unter die ersten drei hinbekommen. Der Wagen fährt sowas von geil. Ich weiß nicht, ob das so an dem Allrad liegt oder was es auch immer ist, aber der mit seinen 1700 Kilo, das fasziniert mich, dass der so spiel um die Ecken geht. Ein wirklich geiles Fahrzeug. Schauen wir uns immer von innen an. Auch recht cool. Vielleicht können wir ein bisschen was fahren, bis wir das versauen. Ja, das ist ganz anders in der Innenansicht fahren. Zweiter Gang, dritter Gang. Dritter Gang, können wir uns innen vorbeiquetschen. Zweiter Gang. Ja, das läuft doch ganz ordentlich. Dritter Gang, ein bisschen zu spät geschalten. Jetzt schauen wir, ob wir den Schwung mitnehmen können. Dass wir dann hier in der nächsten Kurve uns an denen vorbeidrücken können. Erster Gang ein bisschen zu wenig. Zweiter Gang, dritter Gang. Und weiter geht's. Vierter Gang. Wechseln wir wieder die Ansicht. Schaut doch geil aus, oder? Also mit den Heißluftballons. Die tiefstehende Sonne. Wieder mal nicht auf die Minimap geguckt. Aber halb so wild, wir sind noch auf dem dritten Platz. Und der Wagen ist einfach genial. Also wir sind ja schon in einer anderen Folge mal gefahren. Und da fand ich den auch schon so cool. Aber mittlerweile finde ich den noch viel, viel besser. Also ich weiß nicht, das ist wirklich eins der Fahrzeuge, was am besten abgestimmt ist im Spiel. Einfach ein Träumchen, der Wagen. So, wir fahren weiter. Ich hoffe, in Richtung ersten Platz. Dritter Gang. 130, 140, 150, 160, 170. Das geht echt flott mit dem Wagen. So über 570 PS. Da erwartet man ja auch, dass der gut vorangeht. So, eine schöne, unsaubere Aktion von mir. Und wir sind an der ersten Stelle.
brezeln wir da mal schön durch. Jawohl, sechster Gang. Und es wird wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr schief gehen, oder? Jawohl, alles klar. Sind wir auf den ersten Platz gekommen. Hat megamäßig Spaß gemacht. Gehen wir mal auf Fortsetzen. Elgato läuft auch noch gut, wunderbar. Ich habe da so viel drüber gelesen, was ich machen soll und Einstellungen und schlag mich tot und was habe ich alles verändert. Und hat einfach nichts funktioniert. Es hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Und naja, umso besser, dass es halt jetzt mal dann doch letztendlich geklappt hat. Jedenfalls aktuell 10 Minuten 42 Sekunden, die laufen schön stabil. So, dann fahren wir mal zum zweiten Rennen, oder? Von unserem Event. Ist das hier das da? Wollen wir uns da mal schnell hinporten. Wir haben ja noch dieses andere Rennen offen. Das können wir auch mal fahren. Das war mit einem Subaru, habe ich das angefangen. Mit dem bin ich auch schon mal gefahren. Der Wagen fährt sich auch sowas von brutal geil. Also da wirklich ein paar richtig coole Kisten im Start. Und ja, und ich habe auch schon wieder ein paar coole Ideen, was man machen könnte. Da gibt es noch hier, wie heißt er denn, den Ford, heißt der R2000 oder Ford RS2000, ich weiß nicht. Den kann man auch mal schön fahren, also da habe ich richtig Lust dazu. Ah, das ist das andere Rennen wieder, oder? Nee, da kann ich den nicht fahren. Gehen wir auf zurück. Pass mal auf, dass wir da nicht immer durcheinander kommen. Da gehen wir mal hier auf Meisterschaft abbrechen. Ja, die machen wir dann mal ein andermal. Und damit gucken wir hier auf der Map, weil da musste noch irgendwas sein, was wir fahren können. Haben wir gar keine Meisterschaft gemacht gerade eben? Doch, schon, oder? Weil ich sehe diese kleinen Pfeile nicht. Oder war das eine Meisterschaft über ein Rennen? Nee, sowas gab es ja auch noch nicht, oder? Bisschen durcheinander bin ich gerade, okay. Was ist denn da jetzt schief gelaufen? Da habe ich anscheinend irgendwas verplant. Aber was soll's? Wo stehen wir denn hier? Wir stehen da oben. Was haben wir denn hier noch? Das ist wieder ein Querfeldeinrennen. Na gut, kommen wir. Fahren da mal schnell hin. Bin zwar nicht so der Fan von Querfeldeinrennen. Allerdings ist der Wagen ja auch, naja, bedingt Offroad-tauglich mit seinem Allrad. Und da können wir mal schauen, wie der sich da schlägt. In 400 Metern links abbiegen. Kein Geländewagen, aber auf jeden Fall geht da was mit dem Wagen. So, weiter geht's. Wir sind eh gleich da, denke ich. Oh, weg da. Ah, knappe Angelegenheit. Haben wir noch einen Schlag abbekommen. Der nächste. Ich fahre doch gerade richtig, oder? Was ist denn hier los? Ach so, nee, hoppala. Das ist die Autobahn. Auf die Seite muss ich fahren. Alles klar. Komm, wissen wir das auch? Oh. Gleich mal einen Schluck Wasser trinken. So, alles klar dann. Machen wir nochmal eine Meisterschaft, oder? Vielleicht bringt das ja was. Aber was ist denn da jetzt schiefgegangen? Ich weiß, das. Also manchmal verstehe ich es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie ein bisschen erkältet bin. Gehen wir nochmal Blaupause erstellen. Jawohl. 27 Kilometer. 1, 2, 3, 4. Okay. Elegantes Design auf Präzision schon so einige. Trifft. Vielleicht hätte ich. Naja, ist ja wurscht. Ich will jetzt hier nicht rumjammern oder nach einem Fehler suchen. Wir starten einfach hier nochmal eine Meisterschaft. Und zwar Querfeld ein. Ich denke mal, da werden wir auch nicht so schlecht abschneiden, denn der Wagen ist ja durch sein Allradsystem wirklich auch perfekt für losen Untergrund und dürfte spannend werden, glaube ich. Denke, dürfte spannend werden, wenn man sich die Autos da anschaut. Ähnlich wie vor dem anderen Rennen. Crosslandstraße, Pfad. Ich muss nochmal auf die Uhr gucken, wegen am Wecker. Ja? Okay, alles klar, gehen wir auf Rennen starten. Und los geht's. Dritter Gang. Vierter Gang. Der Wagen liegt echt wahnsinnig gut. Das war jetzt vielleicht nicht gerade das beste Beispiel für wahnsinnig gut liegen, aber fasziniert es. 1700 Kilo und der Wagen, dem brezel ich da sowas von durch die Gegend. Ich mache mal schnell ein Bild vom Auto, dass wir einen schönen Thumbnail hier jetzt haben bekommen. Boah, also der ist richtig geil geworden vom Design, der Wagen.
Jawohl. Es hat doch was, oder? Wollen wir das so nehmen? Dann machen wir hier dieses. Das da weg. Das schaut gut aus. Dann drücke ich hier mal bei der Elgato auf Foto schießen. Und nochmal. Und dann dürfte das auch schon wieder passen. 3, 2, 1. Es geht zurück, oder? Oh, das war nicht schön. Gleich in den ersten Gang zurück. Aber hier ist ganz schöner Knoten. So, wir sind auf dem 6. Platz. 17% sind wir gefahren. Jetzt heißt es mal hier schön Gas geben. Wir wieder einen 4. zurück. Also die Kurve richtig scheiße genommen. Aber mir gefallen die Autos in dem Spiel. Vor allem Allrad, das hat einfach was. Das ist. Die kleben auf der Straße anders krass. So, und Vollgas. Jetzt geht's hier auf dem Offroad-Bereich. Schauen wir mal, wie sich der Wagen hier schlägt. Sogar sehr gut im Moment. Da könnte man ein bisschen zu tief eingestellt sein. 3. Gang, 4. Gang. Schauen wir mal, dass wir irgendwie schön rumkommen. Eine schöne Strecke hier. So, jetzt heißt es hart pushen. Wir sind auf dem 3. Platz. Wollen natürlich Erster werden. Aber ich denke mal, das ist direkt zu machen. Unglaublich, wie gut der Wagen auf der Straße liegt. Also, ich glaube, es ist wirklich von den Fahrzeugen, die hier im Spiel sind, das mit dem besten Handling im Moment. Ein bisschen zu spät gebremst wieder. Macht auch nichts. Weiter geht's. Gas, 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 Gas. Wir sind auf dem 1. Platz. Versuchen wir mal unseren Vorsprung ein bisschen auszubauen. Da kommt schon einer, der uns einkassiert. Das heißt, ein bisschen vorausschauend fahren, ein bisschen Minimap gucken. Da runter, da können wir direkt 3. Gang. Ja, nicht besonders schlau angefahren, schlechte Linie gewählt. Aber passt schon. Sind wir noch an erster Stelle. Runter vom Gas, jawohl, ein bisschen lupfen. Weiter Gang, hart pushen und Gas, 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 Gas. Schöne Strecke, muss ich sagen. Aber der Wagen ist auch so cool. Also es ist wirklich Hammer, der Wagen. Oh, da können wir gleich im 2. Gang. Und, jetzt müssen wir aufpassen. Da geht es nämlich schnellere hier. Das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. Und zwar auf einen grandiosen 1. Platz. Da können wir uns mal schön auf die Schulter klopfen. Machen wir auch hier. Klopf, klopf. Fortsetzen. Und dann schauen wir gleich mal, wie das Rennen weitergeht. Ich bin so am Zweifeln, ob wir was an dem Wagen einstellen sollen. Er fährt so genial. Ich habe Angst, wenn wir sagen, ey, wir machen den leichter. Dass es, keine Ahnung, dass der das Gewicht braucht fürs Allrad. Dass die Hinterachse irgendwie unruhig wird. Irgendwie sowas. Und, weiß ich nicht so genau. Wir fahren jetzt erst nochmal ein Rennen, bevor wir in die Werkstatt fahren. Das mit der Werkstatt machen wir in der 2. Folge dann vom GTR. Schauen wir mal. So, da uns schnell uns hinporten wieder. Und dann fahren wir das Rennen nochmal hier zu Ende. Das erste Rennen lief ja ganz gut. Ich weiß noch nicht, wo das allererste hin ist. Oh, mein Hals, sorry. Aber passt schon. Meisterschaft fortsetzen. Können wir hoffentlich diesen Wagen wieder nehmen. Okay, hängt ein bisschen. Nee, nur ein bisschen längere Ladezeiten. Heute war auch die Forza-Seite irgendwie stundenlang nicht erreichbar. Jetzt geht's wieder. Allerdings kann ich mich nicht einloggen. Was haben wir denn heute? Heute ist der 1. Februar ist heute, okay. Weiß ja nicht, wie das bei euch war. Aber bei mir gab es da ein bisschen Schwierigkeiten. Macht aber auch nichts. Oh, ganz interessantes Rennen. Auf Regen. Ich muss sagen, könnte ein bisschen schwieriger werden. Wobei der Wagen ja wirklich geil ist. Und Allrad und Regen, das passt ja ganz gut. Schauen wir mal. Loser Untergrund, gefällt mir sehr gut, der Wagen auf dem losen Untergrund. Ja, und er schiebt an. Oh, schön mit Regenbogen. Hatten wir auch noch nicht so oft im Spiel. Schauen wir mal, dass wir da irgendwie rumkommen. Es ist ein Rundenrennen, 3 Stück müssen wir fahren. Schauen wir mal, dass wir da in der 1. Runde ein bisschen kennenlernen, die Strecke. Und in der 2. dann angreifen. Da geht es stark nach links, oder? Oh ja, ist schon schwieriger zu fahren. Aber gut, alle haben ja die Wetterbedingungen. Von dem her, schauen wir mal, jetzt sind wir da irgendwie vorbei, jawohl. Habe ich den bekommen? Nein, den habe ich nicht bekommen. Spulen wir mal zurück. War aber eine knappe Angelegenheit, oder? Naja, doch nicht so knapp, komm. So, da rum. Komm. Muss man mal richtig schreien lassen hier. Ja, in den Engkurven tue ich mir gerade ein bisschen schwer. Liegt vielleicht auch ein bisschen am nassen Untergrund, aber
wir bleiben dran und wir sind ja schon auf dem 4., 5., 6., wer weiß. Komm. Oh ja, wir haben uns ganz schön verhakt. Sehr gut. Und es geht gleich in Runde Nummer 2. Ne, ist sogar noch ein bisschen. Also, das schaut ja alles ganz gut aus. Ein bisschen früher bremsen noch. Dann sind wir da wirklich auf dem gewinnenden, auf der gewinnenden Zielgerade oder auf dem Zielbringenden. Ich laber gerade so einen Schwachsinn. Ist ja auch wurscht. Ich krieg die Sätze heute nicht richtig zusammen. Komm. Und dritter Gang. Ah, ja. Oh ja, wieder ein bisschen verpennt hier. Oh, da muss ich leider wieder zurückspulen. Oh, ja, ja. Bisschen witzig ist es schon, weil wenn ich mir andere Let's Plays anschaue und denke mir, Alter, der spielt schon wieder zurück. Das hätten wir doch sehen können. Ja, es ist immer als Zuschauer leicht und ich erwische mich halt wirklich auch immer wieder, wie ich es verkacke. Und ja, manchmal nehme ich es halt auch auf wie jetzt gerade. So, weiter geht's. Stark runterbremsen. Jawohl. Komm. Und rüber, ui. Dritter Gang, vierter Gang. Halt noch ein bisschen schneller hoch. Müssen wir mitnehmen. Jawohl. So, wieder dritten Gang runter. Hier ist der Sprung im Wasser. Ja, die Konkurrenz, die klebt uns noch gut am Arsch. Schauen wir mal, dass wir das irgendwie hinbekommen. So, und weiter geht's. Also der Wagen ist geil. Auch im Nassen, das macht mir fast noch mehr Spaß. Es ist zwar anspruchsvoller, aber es macht richtig Gaudi. Wo lang geht's hier? Und es geht in die nächste Runde. Schauen wir, dass wir ein bisschen Schwung mitnehmen. Oh, das darf jetzt nachher nicht passieren, dass wir da noch abkassiert werden. Das wäre nämlich ärgerlich, wenn wir auf den letzten 100 Meter irgendwie das Ding verlieren, das Rennen. Aber jetzt sind wir schön rumgekommen. Sind schaltfaul fahren, das geht auch. Komm und rum. Und da entlang. Und weiter geht's. Weiter. Also fahrt dieses Auto, wenn ihr die Gelegenheit habt. Es ist einfach vom Handling her der Wahnsinn. Ist wirklich so. Ja, ich weiß gar nicht. Es ist einfach ein geiles Auto. So, und wir fahren. Jawohl, wieder off. Road durch die Pfütze. Oh, das war nicht schön gefahren. Mal zurück in den dritten. Müssen wir mal schauen, dass wir hier nicht noch irgendwie den ersten Platz abgeben. Aber wir haben einen kleinen Vorsprung zum Vordermann oder zum Hintermann uns rausfahren können. Und jetzt geht's los. Hier sind wir vorne nochmal. Oh nein. Oh Gott. Wie blöd muss man sein, dass man echt im letzten Meter noch gegen den Baum fährt. Also das ist wirklich unglaublich. So, jetzt halt. So, alles klar. Na, und somit haben wir auch das zweite Rennen auf dem ersten Platz abgeschlossen, was ich super cool finde. Ja, wir machen an dieser Stelle einen kurzen Break und dann sehen wir uns, ich weiß gar nicht, vielleicht beim nächsten Rennen oder beim Festivalgelände. Mal gucken, was wir machen mit dem Wagen. Entweder wir machen den leichter oder wir lassen ihn so und fahren die Meisterschaft einfach zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Reinklicken und würde mich freuen, wenn du mal wieder vorbeischaust. Vielen Dank, ciao, servus, bis zum nächsten Mal. Oh, es gibt noch einen schönen Mercedes, Dankeschön.